Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich aus, meine Lieben. Ja. Jetzt geht ja quasi der Tag weiter. Ja. So. Jetzt Fortführung. Marlene ist richtig deprimiert. Wir wollen nicht erschrecken. Manu! Ich weiß nicht, was sie hat. Die ist jetzt gerade. Oh, wow, Malushi, was hast du gemacht? Hast du hier was Schönes gebaut? Wow, hier was zu trinken mit deinem Ohren. Wo läuft das hier halt? Ja, ich bin jetzt gerade noch am Essen machen. Das ist quasi da, wo ich ja gestern aufgehört habe, für euch zu filmen. Malu hat gerade einen Mittagsschlaf gemacht gehabt. Und die hat so ultra schlechte Laune jetzt. Puh, anstrengend. So. Bei uns gibt es ja jetzt gleich Nudeln mit Spinat und Ei. Mares und Mara haben sich gewünscht, nur Ei klar zu essen. Das heißt, ich habe ein Ei klar mit zwei Eigelbs und die Kinder haben jeweils das andere Eiweiß. Was tut man nicht alles für die Kinder, ne? So. Wenn ich jetzt hier fertig bin, wird erstmal gegessen. Malu, wollen wir das hier mal schön wieder aufräumen? Wollen wir das alles wieder einräumen? Ja. Machen wir das zusammen? Ja. Okay, komm. Eins, zwei. Und weiter. Zeig mal, wie schön du das kannst. Drei. Und weiter. Mach die Malushi auch eins rein. Hier. Los. Zeig mal, was du kannst. Mama. Malushi, Malushi. Du hast auch gelebt und ausgeräumt. Malushi, Malushi, gleich gibt's was auf dem Poshi. Malushi, Malushi. Hi. Ich stehe hier so die ganze Zeit. Malushi, Malushi. Gleich gibt's ein auf dem Poshi. Wie schlecht gelaunt kann ein Baby sein? Ja! Ja! Ach Mann. Ey Leute. Der ganze Nachmittag bestand jetzt aus Essen. Wir haben alle so in Etappen gegessen. Also erst haben wir gegessen, dann haben wir kurz ein bisschen rumgefliezt, dann kam der erste schon wegen Abendessen, dann habe ich noch die Reste verwertet von unserem Mittagessen. Ich sag euch, zwischendurch habe ich nur mit Malu gespielt, dann habe ich Marlene verarztet, beziehungsweise bin mal hochgegangen, habe geguckt, ob sie mal wach gemacht, damit sie nicht in der Nacht nicht schläft.
Ich sag euch so, und jetzt ne, liegt Matthias schon seit einer halben Stunde im Bett mit Malou. Seit 40 Minuten, um genau zu sein. Aber sie schläft noch nicht. Jetzt habe ich mal, ich fange jetzt mal gerade hier an. Meine Nägel zu machen. Ich schiebe jetzt gerade so die Nagelhaut nach hinten. Ich mache nichts außer lackieren. Für alles andere bin ich zu faul. Aber ich schiebe mir halt immer meine Nagelhaut nach hinten, schneide die weg. Und dann lackiere ich ab und lackiere neu. Mehr mache ich nicht. Das hält immer ganz gut und ganz lange. Und sehe dann halt gepflegt aus, ne? So, nach hinten geschoben, jetzt wird es abgeschnitten und dann Ende im Gelände. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Ihr könnt mir mal unten in die Kommentare schreiben, würde mich mal mega interessieren. Wie oder was ihr mit euren Nägeln macht. Geht ihr die machen lassen? Ich weiß nicht warum, aber ich mag diese Gel-Nagel-Optik überhaupt nicht aktuell. Also schon eine ganze Zeit lang nicht. Ich finde, das ist zu klobig irgendwie. Maris, wie ihr hört, spielt noch. Mit Klassenkameraden. Da ist jetzt aber auch gleich Schluss. Hat er gerade eben sogar schon Tschüss gesagt? Ich bin der Meinung, was gehört zu haben hat. Ja, muss ich gleich mal gucken. So. Ja, eigentlich wollte ich jetzt noch eine Serie gucken. Mit Matthias. Mal gucken. Ach so, morgen, Leute. Morgen habe ich meine krasse Fahrstunde von 4 Stunden. Von 4 Stunden, 3 Stunden 45, um ganz genau zu sein. Ich bin mega gespannt. Ja. Ich sag euch, Leute. Bisschen aufpassen, damit ich mir hier nicht ins Fleisch schneide. Dann mal gucken, wie der Abend gleich weitergeht. Guten Morgen. Da ist Melanie. Ich suche schon wieder einen Pullover von mir, den ich extra die ganze Zeit weggehangen habe. Suche. Gourmand. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich suche den pinken Pullover, der im Badezimmer hing. Wo ist denn der? Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber manchmal ziehe ich ja nur auf dem Nachmittag einen Pullover an, eine Hose an, einen Jogginganzug an, was weiß ich. Und dann kann ich natürlich diese Klamotten nochmal anziehen, weil ich habe sie ja kaum getragen, außer die paar Stunden. Ist ja nicht vollgeschwitzt oder irgendwas. Das habe ich halt auch so gemacht. Habe es mir ins Badezimmer gehangen. Und jetzt ist es aber weg. Ich hasse das so sehr. Ich habe das extra auf so einen Haken gehangen, damit der halt nicht wegkommt. Manchmal hängt der hier auch irgendwas. Aber mein Kleiderschrank ist auch überschaubar. Nichts Pinkes drin bei den Pullovers hier oben. Oder wurde der vielleicht zu Matthias gelegt, weil ich keinen Platz hatte? Nee. Bibi, nein! Ich habe hier zwar noch einen Schrank, aber auch hier ist nichts Pinkes drin. Hier noch einen Schrank, aber ich glaube nicht, dass der da drin ist. Weil das wäre das erste Mal, dass er da drin ist. Nee. Dann kann ich noch hoffen, dass ich gleich eine Antwort bekomme. Sonst gehe ich so.
Ich bin mit ihr einkaufen gewesen gerade. Und ich habe sie. Sie hat weiter geschlafen auf meinem Arm. Jetzt ist sie wach geworden und hat natürlich ultra schlechte Laune. Ne? So. Es gibt einen Zahnarzt. Das kannst du gerne trinken, wenn du möchtest. Was ist das? Trink mal, richtig lecker. Na, jetzt ist oben wahrscheinlich Wasser, musst du einmal umrühren. So. So. Hier wird ist das dein Tier, Marlene? Erzähl mal bitte einmal, wie geht's dir? Mir gehören alle. Okay, das ist mal Essen. Schmeckt gut. Ja, ne? Aber wenn ich mir meine Chips für alle mitgenommen habe. Also vielleicht gehe ich gleich nochmal zu DM und hole mir so eine Kindergläser, weil die sollen eigentlich gut satt halten und kann ich. Weil sie doch safe richtig ekelhaft. Nee, die wird Joghurt und so mit Hafer drin. Ja, aber da ist ja Milch drin. Nee, es gibt die Frucht, die sind auch mit so Hafer drin, wo kein Zeug drin ist. Ja, und halt Apfelmus und so. Ja, genau, Mango, Birne, alles. Ja, ich esse das ja auch nicht, weil es mir schmeckt, sondern weil ich Hunger habe. Und du kriegst den Mund nicht auf, richtig? Gerade so, dass ich einen Löffel reinkriege, also so. Und die Nudeln sind halt gut, weil ich kann die einfach runterschlucken. Kommst du da mit, Mara? Zu DM oder zu Rossmann? Zu Rossmann. Aber wir fahren mit Bahn. Ja, Maris, Malu, nicht so rum. Alles gut, du bekommst auch eins. Okay, also, das Baby ist gerade mal richtig anstrengend. Teufelbaby, ehrlich jetzt. Manchmal ist ein kleiner Teufel. Ich mach mir jetzt erstmal was zu trinken. Ich bin auch so durstig irgendwie gerade. Ich hab einfach nur Hunger. Aber trinken ist wichtiger, ne? Ja, damit dein Kreislauf das alles schön abtransportieren kann und alles. Aber ich sehe noch keinerlei Farben von außen. Ja, was ja schon mal gut ist. Ich hatte hier unten ist das alles. Bis Sonntag weg, ja, oder? Was haben wir heute? Mittwoch? Donnerstag, Freitag, sind 3 Tage noch. Wenn du die Kügelchen fleißig nimmst. Ich muss kühlen. Hast du sie heute genommen? Ja. Also die Kügelchen sind eigentlich das A und O bei dir gerade, Eule. Die müsstest du eigentlich wirklich immer nehmen, weil die sind wirklich komplett gegen die Schwellung. Hast du jetzt eine doppelte Tüte gemacht oder habt ihr euch eine geteilt? Eine. Ey Mara, du bist ja echt mutig. Warum? Gestern hast du die ganze Tüte reingepassen. Gestern hatte ich aber auch nicht wirklich was zu essen. Ich habe ja noch ein bisschen was übrig gelassen. Ja, für mich? Doch. Mama, darf ich denn jetzt eine Suppe? Nein, das zeigen Mädchen sich auch. Das brauche ich. Ich für Marlene. Ich habe voll Hunger. Was essen wir heute? Ja, du müsstest mir jetzt sagen, ob ich jetzt was Warmes machen soll. Also Kartoffelbrei könntest du wirklich machen. Ja! Ich muss ja auch essen. Habe ich heute Bock drauf. Also ich mache heute Kartoffelbrei mit Rührei und gebratene Würstchen. Ja. Nein! Ja. Mit der Soße einer. Mit der... Ja. Und Schnitzel. Ja, Quatsch. Nein, dann bräuchte ich aber nochmal einen Sahneersatzgedöns. Kannst du ja kaufen. Ich bin so erschöpft. Wovon? Ja, also, achso, Leute. Malu hat ein Eis. Ja, ganz kurz mal ein Update zum Thema Führerschein. Ihr habt ja jetzt gesehen, wie ich es da gemacht habe. Sagt er, wenn ihr es bei mir schon solltet vielleicht eure Tochter das in Erwägung ziehen. Sag ich, genau, meine Tochter fährt uns immer in den Urlaub, sage ich.
Du kannst ja mal sagen, deine Tochter, die gerade so ihren Führerschein bestanden hat, weil sie nicht seitens einpacken kann, soll so ein Ding fahren. Ich zeig dir das gleich mal. Ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, ist er total zufrieden gewesen und lässt mich jetzt schon so zur Prüfung zu. Aber wieso weiß er überhaupt, dass ich einen Führerschein habe? Naja, wir reden ja natürlich während ein paar Stunden, wenn man irgendwann nur fährt, dann kann man ja reden. Über mich. Ja, wir haben über alle geredet, über alle Kinder. Das hast du über mich gesagt? Gar nichts Spezifisches. Blaue, er hat mich gefragt, ob die Älteste schon Auto fährt. Da habe ich gesagt, ja. Genau. Gut, ich würde sagen, ich fahre jetzt auf den neuen Block. Du hast gesagt, ja, aber ohne Führerschein. Sie fährt ohne. Aber sie fährt illegal. Ich trinke jetzt schon aus und dann muss ich mal gucken, was ich mit Maras mache hier. Malu ist mit ihrem Schnatter. Kannst du das bitte wegmachen? Ist doch süß. Das ist ja von uns für euch bis morgen um 18 Uhr. Morgen gibt es ein Baby-Update. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Nachmittag. Und ich muss jetzt gleich noch zur Post. Fällt mir ein. Zur Post. Und wo muss ich hin? Ah, dann kann ich ja mitkommen. Warum? Weil ich wollte doch noch ja, zu stimmt, Ostern. Dann kann ich hier bleiben. Babygläschen holen. Ja, weil dann kann ich hier bleiben. Ich bin richtig erschöpft von dem ganzen Tag. Ich bin nur hin und her gerannt. Dann habe ich da immer Also ja, du wolltest die Gläschen holen. Ich muss Post wegbringen. Was muss ich noch machen? Ach so, Sahneersatz holen, wenn wir was essen wollen. Ach so, ein bisschen Soße noch dazu machen. Hä? Ich dachte, du machst wieder Soße. War eigentlich ohne geplant, aber ja, mach ich mit. Immer. Warum? Den hätte ich nicht gegessen ohne Soße. Mach ich mit, ist okay. Dann. Sei mal nicht so frech, Mara. Aber ein ganzes Mara? Kannst du das nicht halbieren, bitte? Ja, jetzt hoffen wir, dass es schief geht. Wenn es nicht will. Mara wollte dir das schneiden! Einmal schneiden! Spuck aus! Spuck aus! Mama schneidet! Spuck aus! Gib Mama, schnell! Mama macht dir neu! Warte! Weiß ich weiter was? Warte! Ich bin am Ende. Und es ist erst Mittwoch. Willst du auch einen kleinen Stern haben? Pass mal auf, warte. Mach mal runter. Ein kleiner Mini-Stern. Guck mal, warte. Guck mal. Ein Eisschmied, ne? Den gibst du so. Hä? Halt auf. Mama, Schick. Was ist hier? Ein Eisschmied? Es ist nicht mehr. Das ist kein Eis. Doch. Zeig mal bitte her. Das ist hier von uns für euch, was wir um 18 Uhr. Das bringt so nichts gerade. Ich muss jetzt erstmal das Kind hier beruhigen und mit Marlene loslaufen. Mit dem Baby natürlich, damit ich nochmal rauskomme.